Heute wird es ein ganz besonderer Vlog. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu eigentlich Tag 3 während der Halloween-Season. Ich habe mir aber jetzt vorgenommen, dieses Video, ein Special-Video draus zu machen, denn es soll bis heute Nachmittag, Daniel guckt schon begeistert, bis heute Nachmittag 100%igen Regen geben. Woohoo! Richtig excited. Deswegen bin ich auch schon eingepackt in meinem Poncho und Schirm, weil ich muss ja noch die Kamera schützen. Und ich dachte mir, komm, dieses Video widmest du dem Regen. Das ist super. Eine Wahnsinnsidee. Das heißt, in diesem Video zeige ich euch Regen. Wasser. Wasser und was man alles so im Regen machen kann trotzdem. Man kann springen, man kann nasse Füße bekommen, man kann Wasserattraktionen fahren, die es hier nicht gibt. Doch, Big Thunder Mountain wird jetzt zur Wasserattraktion. Ja. Also, ich zeige euch, was man trotz des schlechten Wetters auch im Disneyland tun kann. Und das wird halt so ein Special-Vlog. Wenn man total irre ist. Man könnte jetzt natürlich auch zu Hause sitzen, auf der Couch, gemütlich, so Anfang Oktober. Aber nein. Wir wollen noch ein bisschen Magie erleben. Und Magie. Ja. Man merkt die Begeisterung von Daniel. Ich bin auch sehr euphorisch. Das ist sehr magisch. Mal gucken, wie ich mag das gar nicht. Mal gucken, wie es in ein paar Stunden aussieht. In ein paar Stunden? Mickey und Minnie machen gerade Pause, aber die begrüßen euch auch bei Regenwetter. Schauen wir mal, da kommen sie gerade die Treppe runter mit süßen Regenschirmen. Schaut mal. Mini mit Regenschirm. Hallo Mini. Hallo. Was wird das da mal? Ich glaube, du hast eine 6 gekauft. Übrigens auch eine sehr schöne Fotolocation im Regen ist der Pavillon, wo wir gerade drunter stehen. Und da war ich jetzt mit meiner neuen Bilder. Falls ihr Simone jetzt nicht gehört habt, war das ja sehr, sehr windig. Eine schöne Fotolocation hier zum Fotografieren im Regen ist der Pavillon. Hältst du das nicht falsch rum? Das sieht irgendwie so komisch aus. Jetzt ist es eine 9. Eine weitere Fotomöglichkeit sind natürlich die Arkaden im Regen. Hier seid ihr geschützt und das Licht ist, finde ich, auch ganz schön gemacht. Charaktere könnt ihr auch im Regen treffen. Ihr seht, Stitch ist da überdacht mit Schirmen. Man muss sich halt dann komplett von Ponchos, Regenschirmen etc. entkleiden. Muss man wissen, ob man das möchte. Aber die Charaktere stehen auch im Regen zur Verfügung für Fotos. Und meistens sind die Schlangen dann auch ein bisschen kürzer. Da hinten seht ihr Stitch. Indoor-Attraktionen sind natürlich sehr beliebt, wenn es draußen regnet. Das Gute ist, dass das Disneyland, ich glaube, aus 80% eigentlich aus Indoor-Attraktionen besteht. Draußen ist nur Dumbo, das Karussell theoretisch, aber es hat ja trotzdem ein Dach. Big Thunder Mountain und Indiana Jones. Also das sind die Bahnen, die draußen sind. Ist natürlich nicht geeignet bei Regen. Wir fahren jetzt eine Runde Small World, also ich stand draußen 10 Minuten, aber wir sind jetzt eigentlich schon dran. Haben vielleicht 2 Minuten gewartet. Buzz Lightyear stand 20 Minuten dran, aber es waren schon sehr viele Leute und Star Tours zum Beispiel 30. Aber wir werden noch einige andere Indoor-Attraktionen machen. Natürlich kann man die Charaktere auch in den überdachten Häusern treffen, wie hier bei Meet Mickey Mouse
oder auch die Villains oder kommt auf die Jahreszeit natürlich an, die Superheroes in den Studios. Da müsst ihr aber auf lange Wartezeiten euch einstellen, bis zu einer Stunde. Star. Oh, the same shoe size like me. So, jetzt von dir. Tja, da können wir Simone sehen. Simone zieht das wirklich voll durch. Ob Regen, Wind oder Sturm, ganz egal. Sie wollte Jafar treffen. Und los geht's. Strike a pose. Und das war's schon. Im Moment ist hier gar nichts los an den Spots. War klar, es hat eben mal ganz kurz aufgehört zu regnen, aber jetzt fängt es wieder an. Ja, wir sitzen jetzt hier in so einer Arkade, überdacht, und es ist auch ein Tipp für den Winter. Hier kann man sich auch mal ein bisschen im Winter aufwärmen. Ist natürlich jetzt nicht komplett geschlossen, weil da ist der Ausgang. Aber ich finde es immer sehr gemütlich, hier in diesen Arkaden zu sitzen, und es brennt so ein leichtes, auf den Laternen brennt immer so ein bisschen Feuer. Und dieser leichte Geruch nach Urin, weil die Toilette gegenüber ist. Ihr habt wahrscheinlich das gehört, der leichte Geruch von Urin. Das kann man auch mal haben, wenn man ein bisschen weiter durchläuft, weil da sind halt die Toiletten. Es gibt aber auch einen sehr, sehr schönen Schmuck- und Glasstand weiter hinten in der Liberty Arcade. Da schaue ich auch mal gern vorbei, denn ich liebe den Schmuck, den es da gibt. Und was kann ich noch sagen? Ja, ansonsten kann man immer noch die Charaktere treffen im Regen. Jetzt sowas wie auf der Bühne, die Villains oder so, werdet ihr natürlich nicht antreffen. Die können da nicht mit Schirm stehen. Und man kann natürlich was essen und shoppen. Wir gehen auch gleich nochmal in ein paar Shops rein und wollen später auch noch ein Burritos essen. Also das ist dann auch noch safe. Wir gehen jetzt ein Burrito essen. Also so macht das echt keinen Spaß hier. Scheiße. Macht das keinen Spaß, Daniel? Das ist absoluter Unsinn jetzt. Ja, wir sind jetzt hier im Fuente del Oro und ja, man ist natürlich geschützt vom Regen. Und ja, ich habe den Chicken Burrito, also mit Hähnchen, Nachos mit Käsesoße. Der Daniel hat die vegane Version mit Maispommes. Und der Sven hat die Rindfleischversion, also das sind die drei Burritos, die es hier gibt. Und das probieren wir jetzt mal. Ich habe bezahlt 15,30 Euro mit Jahreskartenrabatt, ansonsten wären es 18 Euro gewesen. Also kurz zu den Burritos. Alle drei, vegan, Rind und Hähnchen, waren sehr lecker. Ich habe bei Rind mal probiert und natürlich auch mein Hähnchen gegessen. Da ist Reis drin, Gemüse, Avocado-Creme, Hähnchen, also ein guter Mix, sehr frisch. Also klare Empfehlung. Die Mais-Pommes sind auch sehr lecker, habe ich bei Daniel probiert. Ja, und Nachos sind halt Nachos mit Käsesoße. Aber kann ich sehr empfehlen, hier die Burritos mal zu probieren. Die sind groß, man wird sehr gut satt und man sitzt im Trockenen. Und falls ihr regenfeste Sachen vergessen habt, kriegt ihr die natürlich auch in den Disney-Shops. Mützen, Handschuhe, Regenschirme, Regenjacken. Hier irgendwo gab es auch mal Gummistiefel. Also, ihr findet schon was, um euch vor dem Regen zu schützen. Hier haben wir zum Beispiel Regenschirme. Oh.
Ponchos gibt es auch. Genau, hier seht ihr jetzt noch die Gummistiefel. Natürlich passend zum Ende dieses Vlogs, dieser Regen im Disneyland-Übersicht, hat es aufgehört zu regnen. Jedoch fahren wir jetzt trotzdem nach Hause. Ich hoffe, der kleine Einblick, was ihr hier so machen könnt, während es regnet im Disneyland, hat euch gefallen. So viel ist es ja nicht. Shoppen, Essen, Indoor-Attraktionen. Es vermisst schon die Stimmung, das schlechte Wetter, wenn man die ganze Zeit mit Regenschirm und Poncho durch die Gegend laufen muss. Alles ist nass, klamm, feucht, man weiß es nicht genau. Also kalt, warm, ausziehen, anziehen. Also es macht schon weniger Spaß, als wenn es jetzt einfach so ist. So wird es schon reichen, wenn es einfach nicht regnet. Aber das Wetter kann man nicht beeinflussen. Wir müssen uns nur immer darauf einstellen. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.